Technik, die fährt mich jetzt langsam, aber sicher hoch. Ihr könnt euch langsam, aber sicher lösen. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Ich überlappe das jetzt mal, macht ruhig noch die nächsten 5 Sätze fertig. Ich habe gerade was Neues gelernt. Ich habe mit meiner Frau geredet und sie hat gemeint, hey, Erfolg, was bedeutet das denn? Gott hat uns ja, das ist ja in uns drin, dass wir Erfolg haben möchten und haben sollen. Also als Gott die Welt geschaffen hat, hat er auch gesagt, und es war gut. Ja? Und das Gleiche hat er in uns gelegt. Gott will ja, dass wir Erfolg haben. Und ich freue mich total, dass ich heute mit euch hier sein kann. Wir sind doch recht viele. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, wenigere. Also einige sind auf Kreuzfahrt, die anderen sind irgendwo mit dem Rad unterwegs, sind schon im Pfingsturlaub. Wir haben uns auch gedacht, wir kompensieren das einmal dadurch, dass die Kinder jetzt bei uns hier sitzen dürfen. Und das andere ist, dass mein Bruder mit seiner 5-köpfigen Familie aus der Schweiz da ist. Und also wir kriegen das schon voll, dass es auf YouTube gut aussieht. Und genau, ich freue mich, dass ich hier bin mit euch. Ich hatte beim letzten Gottesdienst danach ein richtig schönes Gespräch mit 2 Leuten, die sind es heute nicht da, aber die waren neu und die haben gesagt, was ihnen gefällt, ist, dass hier so eine Lockerheit ist, ja? kein Druck. Und mich hat es echt angesprochen, weil wenn ihr mal darüber schaut, ein Pfeiler unserer Vision ist der mittlere Pfeiler, ist, dass wir einfach hier Freiheit haben. Und zur Freiheit gehört für mich, dass wir auch authentisch sein können, dass wir von Fehlern erzählen können, auch ganz, ganz offen. Und für Freiheit gehört für mich aber auch, dass wir offen Sachen ansprechen können. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und vielleicht kann es auch heute dazu kommen, dass ich ein paar Sachen ein bisschen spitzer anspreche oder härter. Meistens kommt es eh immer ein bisschen so harmonisch verpackt bei mir rüber. Aber das gehört auch zur Freiheit. Und ich möchte mal starten und Kira, du kannst mal die erste Folie ranschmeißen, mit einer Geschichte, und ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass ihr in einer Situation wart und ihr habt gedacht, wow, Alter, jetzt habe ich hier mal richtig Erfolg gehabt. Und ein paar Sekunden später stellst du fest, oh Mann, es war kein Erfolg. Und bei mir war es so gewesen, ich war ja in Kolumbien 2 Jahre lang, bin dann zurück an die Uni und habe weiter studiert, habe das Studium beendet und ich habe Übersetzen studiert und dann waren wir in so einer Übersetzungsrunde, vielleicht 20 Studenten, und es lief so ab, jeder liest einen Satz vor oder 2 Sätze auf Spanisch und übersetzt sie dann ins Deutsche. Und dann war ich an der Reihe, ich lese meine 2 Sätze auf Spanisch, ich übersetze es ins Deutsche und dann meint die Dozentin zu mir, Herr Steffen, sind Sie Muttersprachler? Und ich so, oh, nein, ich hab nur 2 Jahre in Kolumbien gelebt. Und sie so, nein, Herr Steffen, ich meine, sind Sie Deutscher Muttersprachler? und ich so, oh, nein. Und ich dachte, ich habe Erfolg, aber es war kein echter Erfolg. Und es gibt ein paar Stellen in der Bibel, da rüttelt Jesus Leute wach. Da schockt Jesus Leute und sagt, hey, ihr denkt, ihr habt Erfolg, aber es ist eigentlich ein Fake. Es ist nicht echt, es ist nur ein vermeintlicher Erfolg, es ist kein echter Erfolg. Oft mit der religiösen Oberschicht, den Pharisäern, die hat er geschüttelt, ja, und hat gesagt, ihr seid von außen toll, von innen pfui, ja, und Er hat es aus Liebe getan, um sie wachzurütteln, weil sie so selbstsicher waren, so fest in ihrem Glauben, hey, wir sind auf dem richtigen Track hier, wir sind auf einem guten Weg. Aber auch in Offenbarung 3, der eine oder andere kennt es sicher, spricht er zu einer Gemeinde und sagt, hey, ihr denkt, ihr seid reich, ihr seid arm. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht. Jesus sagt, aber viele, die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und ich glaube, viele, wo wir denken, und der Mike, der nickt da hinten, finde ich gut, danke Mike für Response und Reaktion. Viele denken, wir denken manchmal, wow, der ist erfolgreich, der Typ oder die ist erfolgreich. Aber dann vor Jesus, vor Gott im Gericht, heißt vielleicht, hey, es war vielleicht gar kein echter Erfolg.
Oder wir denken, die Person, oh Mann, die ist nicht so erfolgreich. Oder die Person, naja, die hat es nicht ganz so drauf. Und dann kommt der große Tag und Jesus sagt, und das war echter Erfolg. Und für heute, ich gebe uns nochmal die Möglichkeit, dass wir uns in uns reinhorchen, dass wir, also meine Bitte ist, dass ihr einfach den Heiligen Geist jetzt bittet, dass er zu euch spricht, weil ich habe Sachen drin, wo ich denke, vielleicht sage ich die, vielleicht sind die hart, andere Sachen, wo ich denke, naja, weiß ja eigentlich jeder. Aber dass Gott zu dir spricht in der Situation, wo du steckst, dass er vielleicht Sachen sagt, die habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und ja, lass uns gemeinsam hungrig sein, dass Gott jetzt das zu dir spricht, was du jetzt oder in Zukunft brauchst. Ich denke immer, unser Hunger bestimmt unser Morgen. Ja? Also mein Hunger heute bestimmt mein Morgen. Und wenn ich Gott einen Becher hinhalte, füllt er den Becher. Wenn ich ihm einen Eimer hinhalte, füllt er den Eimer. Und wenn ich ihm einen Pool hinhalte, füllt er den Pool. Und es ist schön, wenn wir einfach gemeinsam Hunger haben und uns so anlehnen an den Heiligen Geist jetzt. Thema wurde schon gesagt, die Reihe kein Fake, das Thema echter Erfolg, und ich möchte wie folgt vorgehen oder gemeinsam mit dem Heiligen Geist, dass ich erstmal einfach locker ganz viel rede über den Heiligen Geist. Ich hole mir auch einen Stuhl, das macht es dann bequem, und dann machen wir noch zwei Punkte, die sind dann ein bisschen konkreter, und so ist der Plan. Fangen wir mal an mit dem Heiligen Geist. Wer eine Bibel hat, sagen immer, hey, bringt doch eure Bibeln mit, das ist ein gutes Buch. Ihr könnt auch da was reinschreiben, wenn du keine Bibel hast, wo du was reinschreibst, kauf dir eine, wo du drin rumkritzeln kannst. Wir machen es so, ihr könnt da hinspringen, wer will, kann zu Johannes 14 gehen, Johannes 14. Ist aber auch total erlaubt, das Handy zu nehmen, damit zu lesen oder eben auch, also ich habe relativ viel Bibelstellen, ich gehe da relativ knackig drüber. Ruth nickt, danke auch für das Nicken. In Afrika schreien die alle, Amen, danke, Mann, Alter. Und ihr könnt es auch abfotografieren, ja? Ist kein Copyright drauf oder so, könnt ihr machen. Johannes 14, folgendes, ist eigentlich eine schwierige Situation für die Jünger, weil Jesus sagt, ich gehe. Die waren die ganze Zeit mit ihm zusammen, 3 Jahre ungefähr, zusammen, und Jesus sagt, ich gehe. Natürlich ist da eine Traurigkeit und natürlich ist da auch so die Frage, wie schaffen wir das jetzt alleine? Und in Johannes 14, Vers 16 sagt Jesus, dass er ihnen einen anderen Beistand gibt. In deiner Bibel steht vielleicht ein anderer Tröster, das hat Luther so übersetzt, oder ein anderer Helfer oder aber ein anderer Beistand. Und dieses Wort anderer heißt zunächst einfach mal, jemand aus der gleichen Klasse wie ich. Jesus sagt praktisch, ich gehe. Und den Jüngern reißt es ein Herzstück raus und sagt, Jesus geht zum Vater wie was. Und Jesus sagt aber, nein, aber einer von der gleichen Klasse wie ich wird zu euch kommen. Ich werde ihn schicken vom Vater. Und das Wort Beistand, Tröster, Helfer, heißt Parakletos im Griechischen. Und das ist einer, der zur Hilfe gerufen wird. Also Jesus sagt ihnen, ihr bekommt einen, so wie mich, einer, der zur Hilfe gerufen wird. In Vers 17 nennt Jesus ihnen dann den Geist der Wahrheit und er sagt ihnen schon, er wird in euch sein. Er wird in euch sein. Und Vers 18 sagt er ihnen, ich werde euch nicht als Waisen, ich werde euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Und gerade diese Dreierbande an Versen, die finde ich so schön. Jesus sagt, wir sind nicht allein. Die Jünger sind traurig, sind verunsichert. Und Jesus sagt, es kommt einer, der ist zur Hilfe gerufen. Der ist an deiner Seite. Er ist in dir drin, er ist der Geist
der Wahrheit. Und du bist nicht allein, du bist kein Weise hier auf deiner Lebensreise. Thema Heiliger Geist geht dann weiter mit Unterbrechungen über Johannes oder bis Johannes 16 dann rein. Und da Johannes 16, 13, da steht, er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Jesus war weg, aber jetzt ist der Heilige Geist da. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Und ich versuche mal eine Geschichte zu erzählen, wo ich das total gebraucht habe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gemerkt, Jesus meint es wirklich ernst und es ist wirklich die Wahrheit, was in dem Buch steht. Und ich habe auch gemerkt, Jesus spricht von einem ewigen Verlorensein. Jesus spricht von einem Ort, den er die Hölle nennt, ja? Wo einfach, für mich ist es einfach so, da ist Gott nicht. Da ist kein Licht und da ist keine Liebe, da ist keine Wärme. Und es ist diese Abwesenheit von all diesen Dingen. Und ich bin auch kein Richter, wer da hinkommt oder nicht hinkommt. Aber wie gesagt, es gibt diese Entscheidung, entweder du bist bei ihm im Himmel oder du bist auf Ewigkeit weg von ihm. Und für mich war das so hart, so hart. Ich hatte das noch nie in dieser Härte an mich rangelassen oder so. Ich habe das immer so ein bisschen weggeschoben. Und ich habe damals, das war auch die Zeit vor Helena gewesen, ich war damals an der Uni, war viel unterwegs, da war auch eine junge Studentin und ich war jetzt nicht verliebt und sie war auch nicht verliebt, aber wir haben uns einfach sehr gemocht und sie hat jetzt nicht geglaubt und ich habe geglaubt, wir hatten viele Gespräche darüber. Und es war auch so weit, dass ich mal, wenn ich kein Zimmer hatte und so, weil es gab eine Phase, da hatte ich keine WG an dem Studienort. Dann habe ich bei ihr in der WG übernachtet und hat sie gesagt, ah, ich hatte ein großes Bett, ich kann da drin schlafen. Und ich glaube, da war es auch gar kein Hintergedanke, aber es fängt ja alles mit guten Vorsätzen an. Da habe ich gesagt, hey, ich schlafe da nicht bei dir im Bett. Dann habe ich auf dem Boden davor geschlafen. Und aber mich hat es so angefasst, ich sage, Gott, wenn die in der Ewigkeit nicht bei dir ist und an diesem Ort ist, Gott, ich würde durch ein ganzes Feld von Dornen rennen, nur dass sie bei dir ist. Und ich hab wirklich einen Zettel gemacht mit Johannes 16, 13 an die Wand, weil ich nicht klar damit kam, an den Schrank geklebt. Du wirst mich oder dein Geist wird mich in die ganze Wahrheit führen. Und das hat gedauert. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, Jesus ist durch ein ganzes Feld von Dornen gerannt. Ja? Jesus hat gelitten. Ja? Jesus ist diesen Weg gegangen. Jesus hat es schon getan. Und dann ging es ein bisschen weiter. Ich konnte dieses schwierige Thema zumindest mehr fassen. Und ich glaube, ich braucht da immer noch Hilfe, aber der Geist ist der Punkt, leitet uns in alle Wahrheit. Und ich wollte einfach mal das Thema trotzdem mal hier sagen, weil was Jesus sagt, ist die Wahrheit wird uns frei machen. Und der Heilige Geist wird eine Sache tun, er wird Jesus groß machen. Der Heilige Geist kommt, um Jesus groß zu machen. Zweite Seite. Und zwar Epheser 4, 30. Oder ich lasse mal noch die erste ganz kurz stehen, falls jemand das abfotografieren will. Und sage nochmal die wichtigsten Punkte. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht gedacht dazu, allein unterwegs zu sein. Epheser 4, 30, da steht, wir können den Heiligen Geist betrüben, können ihn traurig machen. Der Heilige Geist ist zärtlich, er ist verletzbar. Es heißt auch, dass er auf Jesus kam wie eine Taube, also der Heilige Geist ist keine Taube, aber der Heilige Geist hat sowas Zärtliches, sowas ja, Verletzliches an sich. Und dann, danke Joe, Zacharia 4,6, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, der Heilige Geist hat unbegrenzte Kraft, er ist der am Anfang dabei war bei der Schöpfung, er ist der in den größten Wundern dabei ist. Er hat unglaubliche Macht. Er ist so verletzlich, aber er hat unglaubliche Kraft. Und er befähigt, der Heilige Geist befähigt.
Und ich war die Woche bei meinem besten Kumpel, dem Holger Retsch, dem Holle. Felix, kennen wir, gell? Und ich habe gesagt, Holle, ich hab so einen coolen Vers gelesen in der Vorbereitung zur Predigt. Exodus heißt 2. Mose. 2. Mose 35, 30. Da steht drin, die erste Person, die in der Bibel mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Die erste Person. Es war kein König, es war kein Priester, es war kein Prophet. Wisst ihr, wer das war? Es war ein Handwerker. Ich fand es so cool. Die erste Person, die erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, ist ein Handwerker. Und der Heilige Geist hat ihn befähigt, kunstvoll, mit Weisheit, Pläne und Sachen auszuführen. Und Kunstwerke oder Dinge, ich glaube, das war dann für das Zelt oder für die Stiftshütte, Dinge auszuführen. Der Heilige Geist befähigt. Und im Alten Testament kam der Heilige Geist auf Könige, Priester und Propheten und eben punktuell auf Personen, die eine gewisse Aufgabe hatten, aber eher so temporär für einen Moment. Aber in Joel 3,1 steht, dass der Heilige Geist eines Tages, und das ist an Pfingsten passiert, im großen Stil ausgegossen wird. Im großen Stil auf uns ausgegossen wird. Herr, komm, wir leben jetzt in einer Zeit, wo er nicht nur auf Königen ruht oder in denen ist, Priestern, Propheten, sondern auf uns. Soweit einfach zum Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich eben noch zwei Punkte ein bisschen zugespitzt, da stehe auch dazu auf, machen. Ich stelle mal dem hier Pianisten zurück. So, jetzt zwei Sachen, die total wichtig sind, finde ich. Und zwar, das eine ist Thema Abhängigkeit und Freiheit. Thema Abhängigkeit und Freiheit. Wenn du eine Bibel hast, wir machen jetzt mal was richtig Krasses. Wir gehen zu zwei Bibelstellen auf einmal. Ja? Also, du kannst einen Finger in Lukas legen, 24, und den anderen Finger in die Apostelgeschichte 1. Ja? Haben wir noch nie gemacht. Ich weiß, das überfordert uns komplett. Aber wir gehen in Lukas in die Apostelgeschichte, weil die beiden hängen eigentlich zusammen. Beide wurden von Lukas, dem Arzt, geschrieben und beide überlappen sich auch am Ende und am Anfang ein bisschen. Und ich möchte die gerne überlappen, um einen Punkt rauszustellen. Lukas 24, wir beginnen bei 46, da steht, dass Jesus sagt, so steht es geschrieben. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Für mich ist es krass, Jesus zahlt so einen hohen Preis. Der geht durch dieses ganze Feld an Dornen, ja, die Dornenkrone auf. Der Messias musste leiden, musste am Kreuz sein Blut vergießen. Und dann will Jesus eigentlich von seinem ganzen Herzen, dass diese Botschaft rausgeht. Rausgeht in die Welt. Aber er sagt seinen Leuten trotzdem, bleibt so lange hier. Bleibt da, bis der Heilige Geist kommt, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Geht nicht alleine, geht nicht als Waisen, geht nicht in eurer eigenen Stärke. Und dann, jetzt könnt ihr den anderen Finger verwenden, Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans an das Ende der Erde. Also Jesus sagt, ihr geht nach Jerusalem, ihr geht nach ganz Judäa, ihr geht nach Samarien, ihr geht bis ans Ende der Welt. Für uns wäre das so, ihr geht nach Karlsruhe, ihr geht durchs ganze badische Land, ihr geht in die Pfalz, ja, und ihr geht bis ans Ende der Welt. Aber er sagt, wartet aber, tut es erst,
wenn der Heilige Geist, wenn die Kraft da ist, das zu tun. Tu das nicht alleine, tu das nicht als Weisen. Ich habe eine Folie, da steht nur Abhängigkeit und Freiheit. Und ihr seht, mein deutsches Muttersprachler, Gen, Abhängigkeit, ab hier fehlt ein G drin. Abhängigkeit und Freiheit. Ich glaube, was wir verstehen, oder vielleicht hörst du es zum ersten Mal, wenn wir zu Gott kommen, Gott sagt uns in der Bibel, hey, du kannst es gar nicht alleine schaffen. Du kannst dich noch so bemühen, noch so anstrengen, noch so viel leisten. Mein Standard an Gerechtigkeit, mein Standard an Heiligkeit, mein Standard an Liebe, den erreichst du nicht. Aber ich schenke ihn dir. Mein Sohn ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat alles bezahlt. Du kannst zu mir. Da ist Freiheit, da ist Liebe. Du brauchst mir jetzt nichts mehr zu beweisen. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit ich dich mehr liebe. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit ich dich weniger liebe. Ich liebe dich schon beim Maximum. Ich baue gerade eine Pumpe ein im Garten. Da ist wie nennt man das? Daniel, weißt du das? Wo diese Bar dran stehen, dieser Druck, dieser Zeiger, Manometer. Ja? Thank you. Und bei Gott ist dieser Manometer der Liebe schon so auch so... Ja, maximal, da gibt es nichts mehr, was ich tun kann, dass er noch weitergeht. Ja? Also maximal. Und wir kommen zu Gott und sagen, hey, ich danke dir für diese Freiheit. Ich hänge mich an Jesus, bin abhängig von Jesus. Mir ist alles vergeben. Ich bin Kind Gottes, ich bin geheiligt, ich bin rein, ich bin reingewaschen, ich bin weiß. Ich darf einfach am Tisch des Königs sitzen, ich bin abhängig. Und dann... sagen wir aber, jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt will ich was für Gott tun. Und dann gehen wir los und dann tun wir es so aus der eigenen Kraft. Tun wir es so aus der eigenen Kraft. Und ich glaube, dieses, ich möchte was für Gott tun, das ist total cool, das ist total wichtig. Aber Jesus sagt selber, ihr geht erst los, wenn die Kraft aus der Höhe gekommen ist, mit dem Heiligen Geist. Vorher macht ihr gar nichts. Abhängigkeit und Freiheit. Und ich finde es so schön, zur Zeit, natürlich war auch in der Vorbereitung von der Predigt, hab dann einen Vorteil, sei einfach auch morgens, Heiliger Geist, leb du einfach heute durch mich, leb du durch mich. Ja, ich will es nicht in der eigenen Kraft tun. Und jetzt in der Apostelgeschichte, wenn ihr diesen Finger noch habt, in Apostelgeschichte 1, braucht ihr das nicht nochmal reinzumachen, ich mache das auch gar nicht auf, aber in der Apostelgeschichte kommt mehr als 50 Mal der Heilige Geist vor. Mehr als 50 Mal der Heilige Geist. Und folgende Ausdrücke sind häufig dort oder gehäuft. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Kommt mehrmals oder getauft mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Keine Angst, Janni, ich mache das nicht leer. Also jeder hat ein bisschen, jeder hat was drin von diesem Wasser. Jeder Christ. Aber warum nicht das Ding voll machen? Warum nicht das Glas voll machen? Ja? Am Pfingsten wurde das Glas voll und ein paar Kapitel später hieß es wieder, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also es kann immer wieder geschehen, das Glas voll machen. Ich mach dir Mut, bitte Gott heute, dass er dein Glas voll macht mit dem Heiligen Geist, dass du nicht nur mit einem Schluck durch die Gegend läufst. Häufiger Ausdruck in der Apostelgeschichte, geleitet werden durch den Heiligen Geist. Und am Ende tun die das, die gehen nach Karlsruhe, die gehen nach Baden, die gehen sogar in die Pfalz, also die gehen durch das ganze Römische Reich. Ja? Und ich glaube, die hatten echten Erfolg, weil sie dieses Tuning hatten, ja? Weil sie dieses, ja? die hatten den Heiligen Geist. Letzter Punkt, Technik, mein Timer ist futsch, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ist egal. Letzter Punkt, Erfolgsgleichungen. Ich habe euch drei Erfolgsgleichungen mitgebracht. Und ich denke, dass die Erfolgsgleichungen uns helfen, nochmal zu definieren, wie kommt man denn zu echtem Erfolg, nochmal das auf den Punkt bringen und auch zu hinterfragen, was glaube ich eigentlich? Und worauf baue ich mein Leben oder worauf baue ich
meinen Erfolg. Erste Erfolgsgleichung. P für Problem kann aber auch einfach heißen Aufgabe, Challenge, Auftrag, Herausforderung. P Problem plus ich ist gleich Erfolg. Und das ist die Gleichung in der Erfolgsliteratur. Und ich lese das gerne. Da gibt es ein Buch, die 7 Wege zur Effektivität oder eins, wie du Freunde gewinnst und Einfluss hast. Und ich lese das gerne selber und ich verschenke das auch gerne. Ich weiß gar nicht, der Christian vorhin saß er hier so vorne, so schön nah bei mir. Ich weiß gar nicht, bist du da, Christian? Ich habe es ihm zum Geburtstag geschenkt, ein christliches Buch aus der Schiene Erfolgsliteratur, wie man gut leitet. Ja? Ich habe ein kleines, feines Team auf der Arbeit, die lehre ich, wie man Prioritäten setzt, wie man Zeitmanagement macht. Gestern habe ich Leonor ein Prinzip beigebracht beim Aufräumen, das Eat the Frog First Prinzip. Friss die Kröte zuerst, ja? Mach das Eklige zuerst, mach das, auf was du keinen Bock hast. Und Leonor, hast du echt gut gemacht, gell? Und Helen hat ihr auch gut geholfen. So, das hat seinen Platz. Aber das Problem bei dieser Erfolgsliteratur ist, hey, optimier dich nur selbst genug, streng dich nur selbst genug an und dann kannst du die Challenge, das Problem schaffen und dann wirst du Erfolg haben. Und das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, tu es nicht aus deiner eigenen Kraft nur, tu es nicht allein, tu es nicht als Weise, ich lasse dich nicht als Weise hier. Du hast den Heiligen Geist. Ich habe mir aufgeschrieben, kein Fake, es gibt keinen echten Erfolg ohne den Heiligen Geist. Es gibt keinen echten Erfolg ohne den Heiligen Geist. Und ich glaube, diese Gleichung ist so die Gleichung, die wir oft draußen in der Gesellschaft sehen. Ja? Self-made man, ja? Du bist deines Glückes eigener Schmied, streng dich nur an, dann schaffst du es. Und auch, was mich so schockiert, ist dann bei einigen Büchern in der christlichen Erfolgsliteratur, du liest es und du hast den Eindruck, hey, wenn ich diese 10 Schritte mache, dann bin ich erfolgreich für Jesus. Dann kann ich den Auftrag erfüllen, den er mir gegeben hat. Dann macht man eine gute Gemeinde, ja, wenn ich diese Prinzipien einhalte. Und Jesus sagt, nein, es gibt keinen echten Erfolg ohne den Heiligen Geist. Die ist auch falsch. Ja? Problem plus Gott gleich Erfolg. Das ist so der christliche, fatalistische Schicksalsglaube. Ja? Nach dem Motto, wenn Gott es will, dann wird es geschehen. Wenn die Jünger in Jerusalem gesessen wären, trinken da ihr jüdisches Bier, was es nicht gibt, aber sagen so, hey, wenn Gott will, dass das bis nach Judäa, Samarien, Rest der Welt kommt, der Heilige Geist würde es schon machen. Aber ihr sagt, und ihr geht. Da war auch ein Teil, den sie machen müssen. Und die sind gegangen und es hat sie was gekostet. Ja, die einen haben Verfolgen erlebt, die anderen sogar härter Gefängnis. Alle, vielleicht bis auf einen, Johannes, alle Jünger von Jesus sind gestorben, nämlich ein Märtyrertod gestorben, ja. Es hat ihr was gekostet. Heißt es nicht, dass ich unbedingt Märtyrer tot sterben muss, aber es heißt auf jeden Fall, die Gleichung ist falsch. Ich habe auch einen Teil da drin. Das ist die Gleichung, die ich denke, die ist richtig. Und ich möchte gerne die erklären. Erstmal die Buchstaben. P für Problem oder Challenge oder Auftrag oder Aufgabe. G für Gott, man könnte auch HG hinschreiben für heute, ja, Heiliger Geist, Simplify, ja, also ich habe G gelassen, G Gott, plus I, ja, ist gleich echter Erfolg. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf die Größe der Buchstaben. Das I ist kleiner als das P und ich liebe es in meinem Leben, wenn Sachen vor mir sind, die sind größer als ich. Ja?
Aufgaben, die sind größer, Probleme, die sind größer als ich, weil dann brauche ich Gott und dann erlebe ich Gott und dann kann ich nicht sagen, ah, der tolle Jan, der alte Muttersprachler, hat es geschafft, sondern dann kann ich sagen, Gott, das warst du, Gott, das warst du. Ich hätte es nie allein geschafft. Und das G ist natürlich viel größer als das P. Und dann seht ihr, das G und das I sind zusammen. Das ist so ein bisschen wie damals die Jünger und Jesus. Und so wie der Jesus wollte, das ist im Heiligen Geist und wir. Und das G ist an erster Stelle und das I ist an zweiter Stelle. Das finde ich ganz wichtig. Das G ist an erster Stelle, weil manchmal, auch bei uns Christen, da denken wir, hey, ich habe einen Plan. Gott, ich wechsle jetzt den Beruf. Ich laufe voraus. Geh, komm mal mit und segne mal das, was ich tue. Ja? Ich habe da eine super Idee, jetzt segne mal, helf mal mit. Ja? Ich bin im Fahrersitz und du bist im Beifahrersitz. Und ich glaube, das ist falsch, sondern ich glaube, dass G im Fahrersitz und ein abhängiges I führen zu echtem Erfolg. Das G im Fahrersitz und ein abhängiges I führen zum echten Erfolg. Und ich liebe es, in meinem Leben ein großes G und ein kleines I zu haben. Bernd, ihr könnt schon mal hochkommen. Ich liebe es, in meinem Leben ein großes G und ein kleines I zu haben. Die letzten 8, 9 Tage waren anstrengend für mich, weil manchmal kommen solche Kopfgeldjäger, nennt man die in der Wirtschaft, so Headhunter auf einen zu, die wollen einen abwerben. Die sind von Agenturen, die einen abwerben. Die sagen dann, oh, Herr Steffen, das hat uns gefallen, Ihr Lebenslauf, bla bla bla. Und wir bieten Ihnen irgendwas super Lukratives an, wollen Sie nicht, ja, bei einer anderen Firma. Und da habe ich drüber gebetet, es ist mir echt schwer gefallen, da Gott richtig zu hören, habe Zeit investiert und ich war sowas von unsicher. Aber am Ende ist es sowas von klar rausgekommen. Ja, also da war ein Abend, ich glaube, es war jetzt der Mittwoch gewesen, wo ich abends einfach irgendwie gesagt, nee Gott, ich lasse es, weil 1, 2, 3, weil ich das empfinde von dir. Aber es war eine super Unsicherheit von mir. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe den Heiligen Geist so richtig gehört und so. Ich war super unsicher. Am nächsten Tag kriege ich von meiner Chefin so einen digitalen Brief, wo die mir also ich hatte mich da entschieden, ich bleibe bei der Firma. Am nächsten Tag bekomme ich so einen digitalen Brief und die geben mir so einen super extra Sonderbonus, irgendwas, ja, keine Ahnung, on top of crazy. Ich will mal über finanzielle Entspannung reden, irgendwann am Ende vom Jahr. Ich denke, da erzähle ich das. Aber, und dann Nummer eins das und Nummer zwei, ich habe dann den zweiten Termin mit dem Headhunter total verschwitzt. Nicht, weil ich es wollte, sondern ich habe es mir einfach falsch gelegt. Und andere Sachen, Leute brauchten mich total dringend auf der Arbeit und es hat mich alles so bestärkt und ich habe dann abends reingeschrieben in mein Gebetsbuch, ich habe so ein Gebetsbuch, habe ich reingeschrieben, warte, ich suche es euch mal raus. Bam, 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 bam. Genau. Jan war ganz schön unsicher, am Ende war es ganz schön deutlich. Und dann habe ich geschrieben, großes G, kleines I. Ja. Großes G, kleines I. Okay, jetzt haben wir eine Zeit, einfach vor Gott, mit Gott, in Gott. Und ich habe ein paar Ideen für euch. Einfach einen Anstoß. Bewusst ein Anstoß einfach zur Umkehr, dass wenn du sagst, hey, ich habe mich noch nie so richtig abhängig gemacht von Gott. Haben wir eigentlich Leute heute zum Gebet, die beten mit uns? Dann macht das. Dann für euch. Ah, Entschuldigung, Joe, Gabi, wo ist Gabriele, wo steht ihr nachher? Da vorne. Ihr könnt davor einfach kommen zu Joe und Gabriele, auch während dem Lobpreis. Einfach für euch beten lassen, wenn ihr einfach sagt, hey, ich habe da ein Thema, möchte mich da nochmal einfach abhängig machen von Gott. Ich bin eigentlich noch nie zu Jesus gekommen. Ich wollte immer in eigener Kraft es schaffen, dass er die Vergebung der Sünden empfängt, dass er sagt, hey, ich möchte es festmachen, ich möchte in die Arme Gottes kommen. Ich möchte bei Gott sein, ich,
ich möchte es aber nicht aus eigener Kraft machen. Oder ihr könnt da hingehen und sagen, hey, ich bin eigentlich schon Christ, aber ich tue es immer in eigener Kraft. Da könnt ihr auch hingehen. Und mit jedem anderen Anliegen könnt ihr auch hingehen. Wenn ihr gesagt habt, hey, ich bin Christ, aber ich habe noch nie den Heiligen Geist gebeten, dass er mich so richtig füllt. Dass da ein großes G ist in meinem Leben und dass das G an erster Stelle steht, dann könnt ihr vorkommen, ihr könnt alles auf den Platz machen, aber es ist einfach eine Hilfe da vorne. Ihr könnt es vorne machen, ihr könnt es auf den Platz machen, könnt sagen, Gott, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will ein großes G in meinem Leben. Ich will kein kleines G und ich will, dass das G an erster Stelle steht. Und alles andere, was euch bewegt. Und wenn jemand jetzt, wir wollen was machen, wir denken, dass Gott auch zu uns spricht, dass er manchmal zu uns spricht, was für mehrere Leute ist. Wenn jemand was empfindet, wir nennen das manchmal Eindruck, was für alle hier ist, dann komm doch einfach vor zu mir und dann besprechen wir das und schauen, ob das passt für alle. Und dann sagen wir das nachher in die Runde. Wenn es nichts gibt, gibt es nichts, aber vielleicht gibt es was, was für alle ist. Und vielleicht hatte ich auch was ganz anderes angesprochen. Dann bewegt das vor Gott in der Zeit der Anbetung, in der Zeit vor ihm, in ihm. Und ich bete noch. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, dass er gekommen ist auf die Erde, dass er durch ein Feld von Dornen gelaufen ist, nur damit wir bei ihm sind. Und danke, dass du sagst, hey, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich danke dir, wenn wir ein großes G haben, dann ist die Last leicht. Wir sind keine Waisen. Wir sind nicht allein. Danke, dass wir eine Zeit mit dir haben. Amen.